Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcanvale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Arcanvale. Mit dem Shining. Oh, beim letzten Mal haben wir hier ein bisschen Zeug abgegeben, das Angeln gelernt und haben endlich einen Fuchs bekommen. Was soll ich nur mit dem machen, Fuchs? Eigentlich nichts. Was mich interessiert ist, ob man dem Fuchs irgendwie einen Namen geben kann, aber ich glaube eher weniger. Weil mich das auch in den Kommentaren gefragt wurde, ob ich ihm eventuell einen Namen geben will. Ja, folge mir mal. Also, ich kann diese Frage an der Stelle dann schon mal beantworten. Nein, ich kann ihn nicht benennen. Also, ich habe jetzt hier keine Taste, auf dem ich dem sagen kann, hey, ich ich will dir Namen geben. Also, ich kann da ja gerade sogar rumprobieren. Aber ihr seht, ich kann es nicht. Also, wir sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, hier bei dem geheimnisvollen Haus. Ach, das ist eine Hexe. Wie das Haus, das ist ein Hexenhaus. Spirola. Oder mein Tag ist so gut wie fertig. Ich brauche nur noch ein paar Dinge. Was hältst du von ein paar Zutaten für mich zusammen? Es wird sich für dich lohnen, natürlich. Wer bist du? Ich bin Spirola, Schöpfer der mächtigsten Träger, die dieses Land je gesehen hat. Ich will erst gar nicht über diesen Betrüger von deinen Tankverteufer in der Bastion anfangen. Meine sind die stärksten von allen. Wenn du mir helfen würdest, ein paar Dinge zu sammeln, wäre ich bereit, dir ein oder zwei Dinge mit Zaubertränke beizubringen. Was würdest du sagen? Klar, was brauchst du denn? Eine weise Entscheidung, denn nur ein Narr würde sich diese Gelegenheit entgehen lassen. Mein Tank ist so gut wie fertig. Ich brauche nur noch ein paar Schneckenlungen. Aber nicht irgendwelche Schneckenlungen. Lungen von einer sehr seltenen Niederschneckenart. Ich habe diese Art von Schnecken bisher nur in den Sümpfen der Wildnis gesehen. Nirgendwo sonst. Sie haben es in sich und sind giftig. Also sei vorsichtig. Bring mir drei Lungen. Das sollte reichen, um meinen Tank zu beenden. Wo kriege ich denn überhaupt diese... Also, ich habe mehrere Fragen. Okay, ist ja zerkleinerte Schale, Knochenpulver. Ich gucke einfach nur, was ich hier gerade herstellen kann. Dünger. Ah, hier kann ich die Gesundheitstränke machen. Rüstungstränke. Wenn du mir beibringen würdest, wie ich diesen Tisch machen würde, das wäre hilfreich. Weil dann könnte ich überall diese Tränke machen. Dieses Gras, das wächst ja überall. Was haben wir denn hier? Ein Achat. Oh, den kann ich bestimmt richtig gut verkaufen. Aber da steht auch, dass man daraus mächtige Gegenstände machen kann. Du hast einfach 26 Eisenpfeile. Okay. Ja, was den Namen vom Fuchs angeht, wenn ihr wollt, könnt ihr ja in den Kommentaren selber gucken, ob ihr ihm irgendeinen speziellen Namen geben wollt. Ansonsten würde ich einfach sagen, das ist Noah oder Ghosty. Ich glaube, Ghosty wäre sogar passender, weil Ghosty ja sich selber zum Fuchs ansieht. So, ich habe ein Spiegelei gebraten. Dafür habe ich die Hühnchen getötet. So, und jetzt muss ich erstmal zur Stadt zurück. Also, das wird einen kurzen Moment dauern. So, Leute, ich bin dann jetzt wieder in der Stadt. Ich habe unterwegs auch noch ein bisschen Zeug abgebaut. Hier ist noch ein Hauptmann, der mit mir reden will. Stimmt, den haben wir ja letztes Mal gerettet. Danke, dass du mich aus diesem Käfig gerettet hast. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchgehalten hätte. Diese Banditen planten etwas Explosives. Ich habe nur ihr Gespräch mitgehört. Sie planten, die Zitadelle mit von Kobolden gebauten Bomben in die Luft zu jagen. Für mich hört es sich also an, als hätten die Banditen den Kobolden versprochen, dass sie im Gegensatz ihren König befreien würden. Jedem von ihnen das zu glauben. Jedenfalls haben sie mich gefangen genommen und versucht, mich zu foltern, damit ich Informationen über unsere Verteidigungsanlagen preisgebe. Ich bin nicht gebrochen, aber ich war kurz davor. Nachdem wir uns um die Banditen gekümmert haben, müssen wir jetzt hart gegen die Goblins zurückschlagen. Kann ich noch einmal auf dich zählen? Klar, warum nicht? Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Diese Kobolde werden nicht wissen, was ihnen passiert. Später haben berichtet, dass die Kobolde ein kleines Dorf östlich der Wildnis errichtet haben. Scheint strategisch günstig zu sein, da sich südlich ihres Lagers eine Mine befindet. Soweit ich weiß, wird die Mine von einem riesigen Kobold in einem mechanischen Anzug beaufsichtigt. Die bauen dort Schwefel ab und verarbeiten ihn zu Sprengstoff.
Zünden die explosiven Feste an, die sie hergestellt haben. Das sollte eine Kettenreaktion auslösen, die ihre Ausrüstung zerstört. Und sie dazu bringt, es sich zweimal zu überlegen, ob sie uns über den Weg laufen. Ja, und bei ihm habe ich ja abgeschlossen, ne? Neuigkeiten verbreiten sich viel schneller, als man denkt. Entweder das oder Wymond ist ein außergewöhnlich schneller Läufer. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du diesen großen Trampel gerettet hast. Wie denkst du denn über deinen Vorgesetzten? Er ist auf seinen Posten auf der Bastion zurückgekehrt. Ich bezweifle, dass er sich jemals wieder so weit nach Osten wagen wird. Ich tue das nicht oft, aber an diesem Tag hast du dich wirklich bewährt. Bitte nimm diesen Wildnisausweis als Zeichen meiner Wertschätzung. Zeig ihnen den Wachen an der Südbrücke und sie werden dich in die Wildnis lassen. Viel Glück auf deinen Reisen. Ah, jetzt kann ich endlich nach da unten. Da konnte ich ja vorher nicht hin. Ich habe übrigens das Zeug, was da rechts war, noch abgebaut und jetzt ein paar Bronzebahnen geholt. Die ganzen Händler sind noch gar nicht da. In östlich. Angeblich dann hier, aber da war ich ja. Da ist ja dieser eine Typ. Meint der hier unten östlich? Muss ja. Also auf jeden Fall zeigen wir den Wachen da unten jetzt erstmal unseren Schein. Und sagen denen, ihr könnt uns mal, wir gehen jetzt da durch. Wollte ich denen schon so lange sagen. Ach nee, hier ist der Angler. Hier. Ich habe den Falschen angesprochen. Sofort anhalten! Haben Sie sowohl den Wildnis- als auch den Ausbildungsausweis? Du zeigst Thomas deinen Wildnis- und Ausbildungsausweis. Wow, du hast tatsächlich einen bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was du getan haben musst, damit Kommandant Lufer dir einen Wildnisausweis zuteilt. Aber was auch immer du getan hast, du hast es wohl verdient. Ich werde dich passieren lassen, aber sei vorsichtig. Die Wildnis ist ein tödlicher Ort. Sei immer auf der Hut. So, unsere Questliste wird kleiner, oder? Naja. Wir können diese eine Katze, die da oben ist, zurückbringen. Wir müssen den Ehemann unten suchen. Aber eigentlich würde ich erstmal zu der Zitadelle wollen. So, warte, hier müsste die Katze sein. Das muss Grace von Mr. Katze Peaches sein. Dafür muss ich aber erstmal eine rohe Forelle fangen, also das dauert noch. So, darf ich jetzt eigentlich mittlerweile hier durch? Ja, darf ich. Oh, die Zitadelle. Die Suche nach Loki wurde abgeschlossen. Bitte, wenn dieser Rohling Maximus dich geschickt hat, dann sage ihm, dass ich sein Gold im Moment nicht habe. Ich brauche nur noch ein bisschen mehr Zeit. Maximus hat mich doch gar nicht geschickt. Hat er das nicht? Oh, den Sternen sei Dank. Also habe ich noch ein bisschen Zeit. Mein Vater ist vor ein paar Monaten gestorben und ich habe angefangen, mit meinem Erbe ein bisschen Glücksspiel zu betreiben. Und es lief auch ziemlich gut, bis ich alles verloren habe. Ich habe nichts mehr und schulde diesem brutalen Maximus 500 Gold. Ich bin überrascht, dass er noch nicht hier erschienen ist und alles aus mir herausgeprügelt hat. Wenn ich also nicht geschickt hat, warum bist du dann hier? Suche nach einer zerrissenen Karte, die dein Vater hatte. Eine zerrissene Karte? Welchen Wert hätte eine zerrissene Karte meines Vaters für dich? Hast du sie oder nicht? Ich erinnere mich, wie mein Vater vor vielen Jahren über eine Karte sprach. Er sagte, sie sei nur die andere Hälfte nutzlos. Als er starb, hinterließ er eine Truhe voller alter Papiere und Dokumente, die ich durchsehen könnte. Aber was ist da für mich drin? Ich könnte sie ihm abkaufen. Das ist, glaube ich, schlauer, als das andere zu fragen. Ich würde mir Maximus gern vom Hals halten, denn ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich das Gold, das du mir gibst, nicht verspielen werde. Bitte geh zu ihm und frage ihn, ob du die Schulden begleichen könntest. Wenn du das schaffst, gebe ich dir die zerrissene Karte, die du suchst. Ich glaube, dir die 500 zu geben, wäre billiger. Also wir haben jetzt hier eine ganze Stadt hier oben. Eventuell neue Händler. Oh, ich sehe Angemöglichkeiten. Warum ist hier jede Tür verschlossen? Du siehst aus wie ein Händler. Hä, was ist das? Noch ein neues Gebiet, wo ich nicht hin darf, oder?
Du siehst ziemlich zäh aus. Du solltest dich in der Arena versuchen, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. Wir verpflichtet den nächsten Arena-Meister zu dienen, solange er lebt. Das könntest du sein. Ach, du würdest mit ihnen? Oh, der König! Warte mal. Womit kann ich dir helfen? Ich habe einen unterschriebenen Brief von Elfen. Ach ja, lass mich einen Blick darauf werfen. Er studiert den Zettel. Es hat den Anschein, als hättest du einen großen Dienst erwiesen. Die Wälder der Bastion von der Pest zu befreien, ist keine kleine Leistung. Es scheint, dass Elfen darauf besteht, dass ich dich für diesen Dienst belohne. Nun gut, deine Taten sollen nicht unbemerkt bleiben. Nimm dies für deine Mühen und wisse, dass das Reich für deinen Dienst dankbar ist. Ich habe seinen Jagdbogen und 30 Eisenpfeile. Ich mag den König. Ich bräuchte deine Hilfe und bin bereit, viel dafür zu bezahlen. Und um was für eine Hilfe geht es hier? Meine Tochter Prinzessin Bernadette. Sie ist ein wenig abenteuerlustig. Vor 3 Tagen ging sie in den Süden in die Wildnis und ist noch nicht zurückgekehrt. Sie ist zwar eine gute Kriegerin und kann mehr als auf sich selbst aufpassen, aber 3 Tage sind genug, um jeden Vater zu beunruhigen. Wenn du sie sicher hierher zurückbringen kannst, würde ich dich gut belohnen. Na gut, ich suche die Prinzessin. Beeile dich und komm mit Neuigkeiten zu mir zurück. Wenn du sie lebendig zurückbringst, werde ich dich reich belohnen. Oh, der König ist großzügig. Er will mir Sachen schenken. Ich bin Prinz Martin, aber alle hier nennen mich Goldtop. Bitte nenne mich nicht Goldtop. Ich bin der Meister der Arena-Spiele, der Beste, den es je gegeben hat, wenn ich das sagen darf. Seit ich die Leitung genommen habe, sind die Spiele immer beliebter geworden. Wir sind immer auf der Suche nach frischem Fleisch für die Teilnahme. Wie schätzt du deine Chancen ein? Das heben wir uns mal auf. Ich glaube nicht, dass ich auch nur ansatzweise stark genug dafür bin. Oh, 2 neue Händen auf jeden Fall. Die besten Waffen im ganzen Land. Das kann ich dir heute anbieten. Kann ich eventuell hier... Ich glaube, hier kann ich meine alte Ausrüstung verkaufen. Ich werde das später testen. Auf jeden Fall brauche ich den Hut nicht. Was verkaufst du denn? Einen eisernen Kriegshammer mit 14 Angriffsschaden. Netzwerfer. Ein eisernes Langschwert. Angriffstempo 1, kritische Chance 3, Angriffsschaden 13. Wie stark ist denn mein Knochenschwert? Das ist stärker als mein Knochenschwert. Wenn ich es mir leisten kann, würde ich dein Schwert gerne abkaufen. Hallo zusammen, mein Name ist Gareth, Anbieter der besten Rüstung, die man für Geld kaufen kann. Du hast doch nicht vor, in nächster Zeit die Wüste zu besuchen, oder? Vielleicht, warum? Oh, perfekt. Ich frage deshalb, weil ich eine dringende Lieferung von Seide für meine Freundin Kaira habe. Mein normaler Zusteller ist vor ein paar Wochen verschwunden. Ich weiß nicht genau, was ihm passiert ist. Aber du siehst mutig und stark aus. Wenn du die Zeit und den Platz hättest, würdest du die Seide für mich an Kaira liefern? Klar, warum nicht? Perfekt, du hilfst mir hier wirklich aus der Patsche. Dieses Paket hätte schon vor Wochen bei Kaira ankommen sollen. Danke für die Holzkiste. Bring mir dies zu Kaira. Sie betreibt den Seidenhandelsstand in der Wüste. Wer weiß, vielleicht belohnt sie dich sogar mit einer schicken neuen Kleidung für deine Mühen. Okay, was verkaufst du denn so Schönes? Ich kann mir das Rezept für einen Eisenhelm kaufen. Das würde aber all mein Geld schlucken. Grünes Hemd. Na gut, die Bronzesachen, die kann ich mir selber schmieden. Und den eisernen Schild eigentlich... Na gut, der kostet nichts, ne? Und es ist wahrscheinlich besser als mein Knochenschild. Also den kaufe ich auf jeden Fall. Ich denke mal, ja, ich kann hier endlich mein scheiß Holzschild loswerden. Pfeift doch, dass er mir nur 8 Gold bringt. Hauptsache, ich werde den endlich los. Warte, jetzt wollte ich mal überprüfen. Das ist mein aktueller Bogen und jetzt mal der Jagdbogen, den ich geschenkt bekam. Wo ist der? Da. 2 kritische Chance, Angriffstempel minus 1. Ich glaube, das ist gleich. Ja, Angriffsschaden 6. Der Bogen ist besser als meiner. In die Leiste mit dir.
Den alten Bogen verkaufe ich jetzt. Ach, wenn ich schon dabei bin. Mein aktueller Schild. Das ist die Truhe, die ich abliefern muss. Gesundheit 11, Rüstung 10. Lol, der Knochenschild ist einfach genauso gut. Na gut, dafür sieht der cooler aus. Ich will das Geld jetzt nicht umsonst ausgegeben haben. Kann ich bei dir eigentlich auch ein Rezept kaufen? Ja, kann ich. Für die eiserne Streitaxt. Ich kann ja auch einen Boomerang kaufen. Okay. Was ich auf jeden Fall dir verkaufe, ist mein alter Bogen. Und die Schleuder, die kannst du auch direkt haben. Jetzt ehrlich weg mit dem Ding. Wo ist mein alter Bogen? Da. Der bringt mir 31 Münzen. So, den Knochenschild, den kannst du auch haben. 160. Sind hier noch mehr Händler? Ja, immer nett, neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, das ist eine Eifersüchtige, oder? Ja, jetzt lassen sie einfach hier in hier rein. Ich glaube, die mag mich nicht. Was macht denn die Königin da? Okay, hier ist auch nochmal Quest. Ich habe ja gesagt, ne... Falls nicht, wenn ich ultra viele Questen annehme, dann wird die Folge einfach ein bisschen länger. Hallo, was hat dich an diesen heiligen Ort geführt? Warum sind hier kaum Menschen? Es sind verzweifelte Zeiten für die Kirche. Die Menschen verlieren den Glauben. Andors Erbe. Er ist nicht mehr so stark wie früher. Und die Menschen wehren sich von seinen Lehren ab. Die Geschichten über die Übernahme der Katakomben in der Bastion durch wandernde Skelette haben auch nicht. Ich habe aus Versehen weggedrückt. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihren Glauben wiederherzustellen. Ich hätte ein paar Ideen, aber sie sind sehr gefährlich. Ja, ich bin immer für eine Herausforderung zu haben. Ach ja, das ist interessant. Es hieß einmal, in Andors Grab befände sich ein Stab. Der Stab des ewigen Lichts. Es ist ein mächtiges Symbol, für das die Menschen weit reisen würden, um es zu sehen. Es heißt, dass der Stab in einem herrlichen Weiß leuchtet. Wenn wir dies in der Kirche zeigen können, könnte seine Ausstrahlung vielleicht den Glauben der Menschen neu entfachen. Wärst du bereit, den Stab aus Andors Gruft zu holen? Das wird kein leichtes Unterfangen, denn die Katakomben sind von allen möglichen abscheulichen Kreaturen bevölkert. Ja, aber ich werde das nicht sofort machen, weil dafür bin ich definitiv noch nicht stark genug. Entweder bin ich verrückt, weil ich dir vertraue, oder du bist verrückt, weil du es akzeptierst. Aber so oder so sind wir beide ein bisschen verrückt, wie es scheint. Geh zu den Katakomben der Bastion, suche Andors Grab auf, das tief darin liegt, und hol den Stab des ewigen Nichts. Die Gruft ist verschlossen und kann nur mit einem heiligen Schlüssel geöffnet werden. Viel Glück. Ach, ich hätte ja sowieso nicht abschließen können vorher. Nichts hier drin. Mit der Frau da hinten rede ich gleich. Bogenschießen für Anfänger dem Inventar hinzugefügt. Das ist ein Rezept, oder? Ein Leitfaden für Anfänger im Bogenschießen. Wenn ich ihn lese, lerne ich vielleicht ein oder zwei Dinge über das Bogenschießen. Bogengeschicklichkeit wurde erhöht und ich habe eine Errungenschaft dafür bekommen. Nice. So, habt ihr Ratten im Keller? Ja, habt ihr. War nur eine Frage. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ihr instant Ratten habt. Na gut, die Ratten, die können nix. Irgendwann lerne ich nochmal, wie man ausweicht. Ein mysteriöses Buch habe ich bekommen. Da liegt ein Tank, aber der Fuchs steht gerade im Weg. Einfach immer die Bücherregale durchgucken. Ach, wahrscheinlich wäre das die Quest der alten Frau. Warte mal. Die ganzen Ratten entsorgen. Du da, die Kirche ist unter Beschuss.
Was? Wer greift an? Ratten! 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 Sie fressen die heiligen Texte und Bücher, die seit Wochen aufbewahrt werden. Sie sind überall. Wir müssen sie loswerden, bevor sie alles zerstören. Bitte sag mir, dass du bereit bist, um zu helfen. Na klar. Ich danke dir, geh in den Keller und vernichte so viele dieser Schädlinge wie möglich, bevor sie alles zerstören. Bringe 5 Rattenschwänze als Beweis für deine Arbeit. Ja, einfach Rattenschwänze. Also ich habe sowieso vor, da unten alles einmal auszunehmen. Kommt mal her. Oh, um Gottes Willen, sind hier viele Ratten. Habt ihr auch noch eine Rattenkönigin hier irgendwie? Oh, Level Up. Ich mache mal meine Ausweichchance höher. Und habe genau deswegen jetzt einen Schlag kassiert. Hier sind nicht nur Ratten, hier sind auch noch Spinnen. In dem Bücherregal ist nix. Auch nix. Hier ist eine Kiste. Mit einer Leine und ein bisschen Eisen. Oh, ihr habt noch ein bisschen mehr. Nix. Das sind die Gründer. So, da ist noch eine Ratte. Da ist ein... Ist das ein Zuckerbus? Verliere ich jetzt meine Unschuld? Lilith. Ah, endlich bist du da. Es wurde auch Zeit. Ich warte schon seit Wochen auf dich. Wir müssen Marty zurückholen, bevor er richtig Ärger macht. Wer bist du überhaupt? Wie kannst du es wagen, mir solche Fragen zu stellen? Deine Aufgabe ist es zu gehorchen, verstanden? Okay, aber wer ist Marty? Marty ist... Sie hat meine Augen und... Naja, eigentlich nur meine Augen. Er hält im wahrsten Sinne des Wortes auch schon nach mir. Allerdings war er in letzter Zeit etwas Bösartiges, als sonst. Sein jüngstes Verschwinden ist nicht ungemerkt geblieben. Wie kann er es wagen, mir nicht zu gehorchen? Wenn du mir Marty zurückbringst, natürlich in einem Stück, würde ich mich sehr freuen. Was sagst du dazu, mein Schatz? Ich halte meine Augen nach ihm offen. Ach, was suche ich überhaupt? Natürlich wirst du das. Ich habe es vorher nicht wahr? Das Einzige, was Marty jetzt noch halten kann, ist ein spezielles Gefäß, das eigens für ihn gebaut wurde. Bring mir Marty in einem Stück zurück und ich denke vielleicht darüber nach, dich zu belohnen. Wie sieht Marty aus? Eine ausgezeichnete Frage. Steht ein Auge vor, aber viel größer und schwebend. Das ist Marty. Er ist ein bisschen schelmig und extrem schnell. Du musst ihn betäuben, bevor du ihn fangen kannst. Schöne Umschreibung. Wie kann ich ihn fangen? Das Einzige, was ihn festhält, ist dieses komische Gefäß. Stimmt ja, mein Schild ist gar nicht mehr unten in der Leiste. Ich sehe die Rattenschwänze an deinem Rucksack baumeln. Du hast das Nagetiernest zerstört, nicht wahr? Die Kirche kann dir gar nicht genug danken. Du hast einige heilige Texte vor der fast sicheren Zerstörung bewahrt. Bitte nimm dies für deine Mühen. Sie gibt dir 100 Gold. Oh, Taschengeld. Ach, ich habe ja noch ein Buch gefunden. Warte mal, da. Mysteriöses Buch, ein altes Buch. Vielleicht kann ich daraus etwas lernen. Ich habe 2 Arme, aber Finger habe ich keine. Ich habe 2 Füße, aber ich kann nicht laufen. Ich kann gut tragen, aber ich trage am besten. Wenn meine Füße nicht auf dem Boden sind, was bin ich? Grabt unter mir, um all das zu denken, was verloren und verborgen war. Ach, das ist ein Rätsel. Ich werde mir davon nachher einen Screenshot machen, damit ich den Text so habe. So, hier haben wir noch ein Haus. Kein Buch. Ich glaube, da ist der Zauberer. Entschuldigung, die Zauberin. Ich sehe schon, dass das eine Frau ist. Hallo. Madison. Willkommen in der großen Bibliothek. Mein Name ist Madison. Ich studiere hier und helfe beim Kuratieren der Bücher. Wenn es dir nichts ausmacht, ich studiere gerade ein kürzlich entdecktes Werk. Ich spreche mit Andrew, wenn du weitere Hilfe benötigst. Wo ist Andrew? Wieder mal nix. Du bist Andrew, oder?
Willkommen in der großen Citadel-Bibliothek. Ich bin Andrew, der Chefbibliothekar. Schau dich ruhig um und lese einige der Werke. Okay, ihr wollt mir keine Quest geben, aber ein bisschen Holz. So, hier ist wieder ein Übungsfeld. Das ist Maximus. Sehe so aus, als wäre es eine Zeit, mit Schwächlingen wie dir zu reden. Geh mir aus den Augen. Ich bin gekommen, um eine Schuld für Loki zu begleichen. Ist das so? Ich wusste, dass dieser kleine Schwächling das Geld nicht hat. Kein Wunder, dass er mir die ganze Woche aus dem Weg gegangen ist. Und er hat dich geschickt, um das mit mir zu klären? Haha. Nun, seine Schulden belaufen sich auf 500 Geld. Und er hat Glück, dass ich keine Zinsen darauf berechne. Gibt es eine andere Möglichkeit, die Schulden zu begleichen? Sehe ich aus, als wäre ich eine Wohltätigkeitsorganisation leiten? Der Mann schuldet mir Gold. Wenn er nicht zahlt, werde ich ihm einen Besuch abstatten. Ich habe da aber nicht so viel Gold. Solange du mir nicht 500 Gold bringst, sollte dieser kleine Schwächling Loki besser aufpassen. Jetzt geh mir aus den Augen. Ich glaube, ich habe wirklich keine 500, oder? Doch, ich habe 900. Da muss ich kurzzeitig überlegen. Ich will noch mal kurz hier drum herum gucken. Hier oben ist auch noch mal irgendwas. Ich sehe da ein Schiff. Ein einsamer Baum. Ich glaube, von der Zitadelle selbst haben wir dann aber alles gesehen. Da rechts ist noch was. Ich denke mir, da ist auch der Zauber, den ich suche für diesen Glühstab. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen hier dann jetzt für heute Schluss. Wie gesagt, wenn ich mehrere Questen annehme, dann werden die Folgen ein bisschen länger. Weil es dauert ja schon einiges, die einzusammeln. Und ich werde trotzdem auch noch ein bisschen von normalen Content haben. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!